Die ukrainische Führung geht davon aus, dass die russischen Bestände an Raketen nur noch für wenige massive Angriffe reichen. Wenn man Großangriffe zählt, dann bleiben ihnen maximal 2 bis 3, vielleicht können sie Raketen für 4 zusammenkratzen, betonte Oleksiy Danilo gegenüber Ukrainska Pravda. Dann hätte Russland jedoch schon bald keine Reserven mehr. Bereits vor knapp einem Monat war Danilo von russischen Kapazitäten für maximal 3 bis 4 massive Raketenattacken auf die Ukraine ausgegangen. Seitdem hat Moskau jedoch bereits 3 Großangriffe mit jeweils mindestens 70 Raketen durchgeführt. Ukrainische Schätzungen legen nahe, dass Russland trotz westlicher Sanktionen monatlich rund 70 Raketen und Marschflugkörper produzieren kann.